Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 10. Januar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir widmen uns wieder dem Devisenmarkt, der sich auch heute wieder stark bewegt zeigt. Wir konnten ja gestern Gold relativ gut einfangen. Der ein oder andere wird es hoffentlich gesehen haben auf der Gottmor-Trader-Startseite, beziehungsweise auch hier auf dem JFD-Desktop, beziehungsweise natürlich auch hier insbesondere auf meinem Stream, wenn wir hier das bullische Pattern von gestern noch mal uns anschauen, was hier praktisch beim Goldpreis eine steigende Performance erwarten ließ. Und ja, mit Hochs im Bereich 1186 sogar wurde das vor Wochen hoch attackiert. Doch um Gold soll es heute nicht gehen, wenngleich ich auch heute wieder ein interessantes Pattern für Sie habe nach der FTSE-Vektorlogik. Und das betrifft den oder den Swissie, auch bekannt vielmehr als US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. Der sieht sowieso mal gar nicht so uninteressant aus. Mal hier kurz der Blick auf die Woche. Sie wissen, was vor knapp 2 Jahren, in 5 Tagen haben wir hier 2-jähriges Jubiläum, was sich da tat. Hier am 15. Januar mit dem Ausverkauf des Schweizer Frankens. Das war eine einzigartige Situation, die so hoffentlich nicht nochmal auftauchen wird. Aber die Finanzmärkte sind natürlich hier keine Garantiegeschäfte. Und gerade wenn es dann um Interventionen geht, Einflüsse und dergleichen, muss man sich durchaus auf das ein oder andere gefasst machen. Und was beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken, beziehungsweise vielmehr ja beim Euro gegenüber dem Schweizer Franken, ja hier die große Maßgabe war, war eben hier das Level von 1,20 massiv zu verteidigen seitens der SNB, der Schweizer Nationalbank. Und was dann praktisch innerhalb von wenigen Minuten geschah, mit Aufgabe dieser Unterstützungsbarriere, wurde praktisch innerhalb von wenigen Minuten das nachgeholt, was das Währungspaar vorher letztlich 3 Jahre nicht tun konnte, weil es eben künstlich dort festgehalten wurde. Gut, darum soll es aber heute gar nicht gehen. Wir wollen auf die aktuelle Lage blicken und da ist der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken aus vielerlei Gründen interessant. Wir haben zunächst hier den Bereich um 1,03, wo sich das Währungspaar bereits hier im Dezember und auch hier zu Beginn des Januars den Kopf gestoßen hat, hier am 3.1. direkt nochmal versucht, über dieses Niveau auszubrechen. Und wenn wir uns mal anschauen, woher das kommt, dann sehen wir hier, dass wir einen Hochpunkt hatten und zwar im November 2015. Und genau dieses Level, und das ist kein Zufall, meine lieben Zuschauer, dass wir hier so ein Stück weit einen Horizontalwiderstandsbereich haben, der hier ein erhöhtes Angebot sozusagen an den Tag legt. Geht auch mit dem Euro-US-Dollar einher. Hier wichtig, negative Korrelation. Also Euro-US-Dollar verhält sich hier komplett andersrum als US-Dollar, Schweizer Franken. Die Korrelation, die negative Korrelation bei diesen beiden Währungspaaren ist sehr, sehr hoch. Und ergo kann man sagen, wenn der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken fällt, steigt der Euro gegenüber dem US-Dollar und umgekehrt. Und wir haben jetzt unlängst eine Stärke beim Euro gegenüber dem US-Dollar gesehen, während der letzten Tage. Und ja, genau das führte auch natürlich hier zum Bröckeln der Preise beim US-Dollar Schweizer Franken. Jetzt aber die interessante Ausgangslage, dass wir hier letztlich, ja, vielleicht sogar schon am Ende dieser kurzfristigen Abwärtsbewegung sind. Wir hatten hier unlängst im Dezember auch schon mal, ja, spekuliert, dass wir hier einen Rücksetzer sehen könnten in dem Bereich 1,017, dann Abprall und auf zu neue Hochs. Dazu kam es nicht wirklich. Wir haben hier hohe Volatilität gesehen, so hier am handelsschwachen Tagen, 30.12. Da war wohl kaum einer mehr am Devisenmarkt aktiv, aber letztlich gab es hier hohe Vola. Dann zum Jahresauftakt, wie gesagt, nochmal nach oben gelaufen, aber der Ausbruch glückte nicht. Jetzt haben wir hier aber die Situation, wir geben immer das Level um 1,017 raus, dass wir ja schon eine ansteigende Tendenz haben, die sich nicht bestreiten lässt. Und eben hier das 38er Level auch verteidigt haben. Und jetzt kommt es noch dazu, dass wir hier eine bullische Saisonalität haben, die sozusagen mal gar nicht schlecht aussieht. Wir sehen auch in den letzten Tagen hier eben die Schwäche. Ja, seit 2 Wochen, seit einer Woche, seit gestern. Eher der rote Bereich. Generell hier eine gewisse Stärke, komplett konträr zum Euro-US-Dollar nochmal an dieser Stelle, also hier das Momentum relativ schön zu sehen. Aber wir sehen auch, dass wir ab Mitte Januar durchaus einen steigenden Bias im Sinne der Saisonalität vorfinden. Das soll heißen, während der nächsten Tage, und hierbei ist ganz interessant, wenn wir das Tief der Kerze hier vom 5.1. nicht unterschreiten, hier als engen Stop, auch im Kontext dieser Trendlinie, dann sieht das eigentlich mal gar nicht schlecht aus, dass wir hier in diesem Bereich eine Stabilisierung erfahren könnten, was dann hier ergo für einen Impuls nach oben sprechen könnte. Wenn das geschieht, dürfte Euro-US-Dollar entsprechend nach unten laufen und auch das, denke ich mir, ist
Wahrscheinlich, also ich sehe hier eher eine neuerliche Schwäche und auch natürlich, das wissen Sie als langjähriger oder häufiger Zuschauer, ich erwarte hier auf jeden Fall, wie jetzt mittlerweile so viele, aber die Parität beim Euro-US-Dollar ist meines Erachtens kaum mehr zu vermeiden. Und dann stellt sich eben die Frage, was im weiteren Verlauf passiert. Kurzfristig, wie gesagt, denke ich, hat der US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken jetzt hier eine Möglichkeit des Aufwärtsimpuls, ergo Euro-US-Dollar wiederum abwärts gerichtet. Und das sieht rein technisch schon mal gut aus. Wenn wir das hier nochmal ein Stück weit einfangen, könnte man sogar den Stopp hier unter die Kerze vom 30.12. setzen. Selbst das wäre auf aktuellem Niveau ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Gehen wir mal hier knapp, ja, gehen wir mal knapp 95 Pips aufs Risiko. Ja. Und hier auf der Nordseite, wenn man jetzt den Entry suchen würde, aggressiv, hat man hier dann doch schon, ah, Sie sehen es ja, wenn wir allein den Widerstand nochmal anlaufen, rund 180 Pips auf der Nordseite hier als mögliche Chance. Oder gehen wir noch ein bisschen tiefer, machen wir es ein Stück weit genauer. Wir müssen das nicht auf die Pipette genau machen, aber Sie wissen genau, hier ein CRV von 1 zu 2 ist drin. Ja, das haben wir auf jeden Fall drin und das ist genau das, was man beim Trading suchen muss. Schöne Chance-Risiko-Verhältnisse, ja, damit sich hier letztlich eine langfristig positive Perspektive entwickeln kann, weil die Garantien, dass man immer gewinnt, gibt es eben nicht. Deswegen sollte man hier immer versuchen, mit kleinerem Risiko eine höhere Chance einzufahren. Und das, meine lieben Zuschauer, sieht hier ganz gut aus und dazu passend habe ich heute auch noch beim US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken einen sehr, sehr bullischen Wochentag. Neben dem Freitag haben wir heute den bullischsten Tag. Sie sehen es mit 62% positiver Schlusspreise. Hier der Dienstag sehr, sehr ambitioniert. Und dazu gesellt sich heute. Und deswegen werde ich den US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken auch mal näher im Fokus behalten. Ein bullisches Pattern, was hier 246 Mal auftrat, mit einer Trefferquote von rund 62%, hatten wir hier auf der Oberseite einen Zugewinn von knapp 0,6%. Das Tageshoch heute 1,023 orakelt. Ja, da wir heute auch schon ein tieferes Tief gesehen haben oder tiefer notieren als das eigentliche Tief hier vorausgesagt wurde, muss man das ein Stück weit relativieren. Dennoch, die Prognose des Tagespattern verspricht inklusive des positiven Wochentages hier ein positives Momentum. Und ja, darauf darf man sich mal einstellen. Wollen doch mal sehen, ob es so kommt. Gehen wir ganz kurz noch in den Intraday-Chart und dann haben wir es auch schon für heute. So, da die gegenwärtige Price Action. Natürlich Handelsplatz JFD Brokers. Was denn sonst? Damit wir auch hier die realen Interbankenpreise haben und nicht irgendwelche Casino-Preise. Und hier haben wir letztlich auch die Tendenz, dass wir hier einen Aufwärtsimpuls sehen, wo wir uns jetzt aktuell mehr oder weniger stabilisieren sollten, stabilisieren müssen. Scharfe Abwärtsbewegung. Interessant wird das Währungspaar, wenn wir hier über die 1,015 ansteigen, also den Pivot Point sozusagen überwinden, dann haben wir hier durchaus eine Chance, ja, eine Überraschung auf der Oberseite zu zaubern. Bis dato sollte man mal abwarten, was hier passiert. Es kann natürlich nicht verhindert werden, dass wir heute trotz der positiven Ausgangslage einen negativen Tag sehen. Die Voraussetzungen, wie gesagt, sind meines Erachtens ganz stimmig. Sollten wir hier neue Tagestiefs sehen, wäre das eher kontraproduktiv. Jetzt aber hier im aktuellen, auf aktuellem Bereich durchaus interessant. Gehen wir insbesondere über den Pivot Point, dann haben wir oberhalb von 1,015 auch als runde Hausnummer durchaus gute Chancen, dass wir heute hier in Richtung 1,023 vielleicht doch noch anziehen. Ja, zumindest hier in dem Bereich 1,022, 1,023 halte ich dann für durchaus realistisch und das sieht, wie gesagt, sehr, sehr interessant aus. Wenn wir hier noch ein Stück weit zurückgehen, kann man sogar die Linie noch ein Stück weit enger ziehen, aber wir wollen hier keine Kalligrafie betreiben. Letztlich interessante Ausgangsbasis. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute hier einen kleinen Mehrwert, wieder gesagt, schenken, dass Sie sozusagen eine kleine Anregung hatten. Britisch Pfund, Schweizer Franken auch interessant, aber den wollte ich mir heute nicht anschauen. Insofern warten wir mal ab, was ich Ihnen morgen zu bieten habe. Wenn Sie mögen, geben Sie es Däumchen nach oben. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich, wie immer auch an dieser Stelle, einen erfolgreichen Handelstag. Viel Gutes an Performance. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.